Ich glaube, dass alles, was neu ist, den Leuten erstmal Angst macht. Die Angst vor neuen Technologien, die war gewissermaßen schon immer da. Was kann man über 5G sagen? Das sind Frequenzen, die werden heute schon benutzt, von 2 bis 5 Gigahertz. Verschwörungstheorien sind ein interessantes Forschungsfeld. Welche Gesundheitsgefahr geht jetzt von den Strahlungen da aus? Hier sehen wir gerade bei 5G, dass sich viele Menschen eben nicht gut informiert fühlen. Von 5G geht keinerlei Gesundheitsgefahr aus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur dritten Folge der Guten Frage. Und heute haben wir wieder eine Premiere, denn wir haben eine Frage eingeschickt bekommen und die kommt von Felix von den Partyprofs. Vor 3 Jahren haben wir mit dem Titel 5G-Song ein Musikvideo an den Start gebracht. Allgemein erhielten wir für diesen Song sehr positives Feedback. Allerdings haben sich unter die Kommentierenden auf YouTube auch ein paar Menschen gemischt, die mit gezielten Falschinformationen Ängste und Sorgen vor 5G schüren. Und damit komme ich auch zum Grund dieser Einsendung. Bitte stell doch einmal klar, was 5G ist, warum es in Zukunft unsere Leben erleichtern wird und warum sich im Übrigen auch niemand vor 5G fürchten muss. Danke! Das Video der Partyprofs verlinke ich euch hier übers i. Und tatsächlich, wenn man sich die Kommentare anguckt, findet man ganz viele, die auf das Gesundheitsrisiko durch 5G hinweisen, mit zum Teil fragwürdigen Quellen. Und selbst Corona wird in Zusammenhang mit 5G gerückt. Und deswegen möchten wir in diesem Video der Frage nachgehen, warum so viele Menschen denken, 5G sei gesundheitsgefährdend und was da eigentlich dran ist. Und dafür sprechen wir mit einem Wissenschaftler, der sich mit Strahlung und den Arten, die tatsächlich gefährlich sind, auskennt und einem Angstpsychologen, der uns mehr darüber erklären kann, woher die Sorge vor neuen Technologien kommt. Aber zuerst wollen wir mit einem Mann sprechen, der schon seit vielen Jahren am Mobilfunkstandard 5G forscht. Er ist Sprecher des Exzellenzclusters CETI, Koordinator des 5G-Labs und ein echter Experte auf dem Gebiet des Mobilfunks. Und von ihm möchte ich wissen, wofür wir 5G eigentlich brauchen. Kurz und knapp, was versteht man eigentlich unter 5G? 5G ist der neueste Mobilfunkstandard, der es uns erlaubt, jetzt nicht nur, wie wir es heute schon kennen, für die Menschen mit sozialen Netzwerken zu kommunizieren, Videostreaming zu machen, sondern der es uns jetzt auch erlaubt, mit Maschinen zu kommunizieren und das in Echtzeit. Und bei 5G handelt es sich um einen Mobilfunkstandard? Es ist ein ganz normaler Mobilfunkstandard, wie wir ihn vorher auch schon gemacht haben, bei 3G, 4G, 5G. Das ist eine Evolution. Das Besondere ist eben hier, dass die Verzögerung im Netz, also wie das Netz mit den Maschinen kommunizieren kann, mit sehr geringer Verzögerung stattfindet. Und das mögen die Maschinen. Und um was für Arten von Strahlung handelt es sich da? Es ist eigentlich schon da falsch vom Namen her Strahlung. Es sind elektromagnetische Wellen. Ja? Das ist immer das Problem zwischen Teilchen und Welle. Aber die Leute, wenn die über Strahlung reden, das ist das, was wir in der Medizin kennen, wo diese Metalljacken angezogen werden. Was wir hier zu tun haben, ist elektromagnetische Wellen. Und über diese magnetischen Wellen werden Kommunikation eigentlich stattfinden. Das einzige Phänomen, was wir kennen, was elektromagnetische Wellen aus dem Mobilfunk machen, ist, den Körper, den menschlichen Körper zu erwärmen. Wofür brauchen wir 5G heute schon und welche Möglichkeiten gibt es da vielleicht in Zukunft noch, die uns 5G ermöglichen wird? Wir werden 5G da sehen, wo unsere Arbeit eigentlich stattfindet. Die Interaktion mit Maschinen, die Interaktion in virtuellen Welten, das sind die neuen Sachen, die heute versucht werden, auch schon anzubieten. Und das ist nicht nur ein Kommunikationsproblem oder eine Herausforderung da, sondern es geht auch darum, neue Hardware zu schaffen. Was wir hier zum Beispiel sehen, sind Industrieroboter und die wurden lange Zeit eigentlich von Informatikern programmiert. Ja, und das heißt also, es wurde eine Elite ausgebildet, die diesen Roboter sagen kann, was er machen soll. Wo wir zum Beispiel daran arbeiten, ist, dass der Mensch dem Roboter etwas vormacht, wie man einem Kleinkind etwas vormacht und dieses Vormachen dazu führt, dass der Roboter die Arbeit ausführt. Kannst du trotzdem verstehen, wenn Menschen Angst vor 5G haben? 5G ist eine Technologie, wie es auch in der industriellen Revolution so war. Die Maschinen kamen, die Leute hatten Angst, wie die Weber den Aufstand geprobt haben, weil die Maschinen ihren Job weggenommen haben. Könnte man jetzt sagen, wird das auch so sein, dass 5G als eigentlich Enabler für neue Technologien mir den Arbeitsplatz wegnimmt? Es gibt auch Algorithmen, die sowas machen. Es wird sich was ändern in der Arbeitswelt, das stimmt. Aber grundsätzlich, wenn man 5G betrachtet, geht es immer in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Ich glaube, dass alles, was neu ist, den Leuten erstmal Angst macht. Bei 5G kann man da ganz klar sagen, es ist genau wie 4G. Was wir heute als 5G sehen, als Symbol, ist eigentlich noch ein 4G-Netzwerk.
was man zu Hause hat, was man als Wi-Fi kennt, das sind Frequenzen, die werden heute schon benutzt von 2 bis 5 GHz. 5G ist im Moment noch genau dazwischen. Auch wenn man höher geht in den Frequenzen, ist nichts bekannt, wo wirklich Leute sagen würden, das könnte gesundheitlich problematisch werden. Was man sieht, wo Mobilfunk ist, leben die Leute länger. Das heißt, also in Schweden sind Leute vereinsamt, weil sie einfach so weit auseinander gewohnt haben oder sie konnten keine Hilfe rufen. Da hat der Mobilfunk sehr viel dazu beigetragen, dass die Leute älter wurden. Und wenn man sich mal die Top 10 Gründe anguckt, warum man in Deutschland stirbt, wie zum Beispiel Alkoholsucht, diese Sachen könnte man sofort ausstellen. Das andere ist nicht nachweisbar. Es gibt keinen Totenschein, wo so etwas draufsteht. Und darum ist es, glaube ich, wichtig, dass die Leute verstehen, welche Chancen eigentlich 5G bietet, die sind nachweisbar. Das andere ist in vielen Papern, die wir auch alle lesen können, die auch sehr schwer verständlich sind, steht immer drin, es wurde nichts weiter gefunden als der Effekt, der Körper erwärmt sich. Und jetzt wollen wir noch erfahren, welche Arten von Strahlung für uns Menschen eigentlich gefährlich sind und ob 5G da dazugehört. Und das weiß Faizan Qureshi. Auch er forscht hier am Backhausenbau und wir treffen ihn hier oben auf dem Dach. Er ist Mitarbeiter der Vodafone Stiftungsprofessur für mobile Nachrichtensysteme. Um was für eine Art von Strahlung handelt es sich, wenn wir über 5G reden? Womit lässt sich das vielleicht vergleichen? Der jetzige 4G-Mobilfunkstandard verwendet Mikrowellenstrahlung, niedere Mikrowellenstrahlung. 5G nutzt allerdings ebenfalls Mikrowellenstrahlung, aber in einem energetisch höheren Frequenzbereich. Also die Wellenlänge nimmt ab im Vergleich zu 4G. Die ausgesendete Mikrowellenstrahlung kann auch im Haushalt praktische Anwendungen finden. Es handelt sich um eine Wärmestrahlung. Jedoch 5G erzeugt die Wärme nicht so groß. Im Vergleich zu 4G? Im Vergleich zu anderen Mikrowellenstrahlungen. Wenn wir schon über andere Strahlung reden, welche Arten von Strahlung sind denn eigentlich gefährlich für uns Menschen? Also, es gilt immer diese Regel. Je höher die Frequenz der elektromagnetischen Strahlung, desto gefährlicher wird diese. Okay, wir sind jetzt vom Regen geflüchtet und jetzt hier reingegangen. Wir reden von elektromagnetischen Wellen und wir haben auf der einen Seite des Spektrums haben wir die Mikrowellen. Genau. Dann kommt das sichtbare Licht und dann kommt UV-Licht und dahinter kommt dann irgendwann. Ja. Erst Mikrowellen, dann Infrarotlicht, dann visuell Bereich, dann UV-Bereich und dann Röntgenstrahlung. Und dann die Röntgenstrahlung. Und man kann so im Groben und Ganzen sagen, also wenn wir so in Richtung UV-Licht kommen, Röntgenstrahlung, das ist das Gefährliche. Das ist der Punkt, wo es gefährlich wird. Okay. Genau, wo die Strahlungen. Das heißt, was kann man über 5G sagen? Welche Gesundheitsgefahr geht jetzt von den Strahlungen da aus? Ausgehend von diesen Erkenntnissen kann eindeutig gesagt werden, von 5G geht keinerlei Gesundheitsgefahr aus. Die Frequenz dieser Strahlung ist so niedrig, genauso deren Intensität, um Gesundheitsrisiken hervorzuheben. In Deutschland gelten strenge Regeln für den Mobilfunk bereits. Die Umgebung darf nicht auf gewissen Temperaturgrad erwärmen durch den Einfluss dieser Strahlung. Die 5G-Technologie bietet darüber hinaus einen sehr großen Vorteil, dass nicht nur mit einem Sendmast die Signale ausgetauscht werden, sondern mit mehreren Masten in noch kürzerer Entfernung. Die Strahlendosis daraus resultieren, zum Beispiel am Ohr oder in der Hosentasche, wo sich das Gerät befindet, wird deutlich gesenkt. Rein rational gibt es also keine Anhaltspunkte dafür, dass 5G irgendwie eine Gefahr für unsere Gesundheit darstellen könnte. Stellt sich also die Frage, warum trotzdem so viele Menschen genau das glauben. Und um mehr über die Gründe und Ursachen dafür zu erfahren, sprechen wir später noch mit einer Kommunikationswissenschaftlerin und jetzt hier mit Professor Jürgen Heuer. Er ist tätig am Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie der TU Dresden. Und einer seiner Schwerpunkte ist die Erforschung von Ängsten und ihren Ursachen. Genau darüber wollen wir jetzt mit ihm reden. Woher kommt denn die Angst vor neuen Technologien? Die Angst vor neuen Technologien, die war gewissermaßen schon immer da. Wir wissen, dass das schon bei der Eisenbahn diskutiert wurde, beim Auto, bei Hochspannungsleitungen. Und das ist jetzt wieder bei neueren Technologien zu sehen. Und das ist die Angst vor Unsicherheit und die Angst vor Neuem. Das ist sicherlich evolutionär auch sinnvoll, erstmal vorsichtig zu sein und zu prüfen, wenn etwas Neues um die Ecke biegt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel 5G oder das Ganze uns am Beispiel 5G angucken, weiß man irgendwas über die Ursachen da? Woher kommt die Angst vor 5G? Also die Angst vor 5G ist sozusagen eine Unterform der Angst vor neuen
Technologien. Es ist etwas, was wir nicht greifen können. Und da ist es so, wie bei neuen Entwicklungen häufig, die menschliche Fantasie beginnt aktiv zu werden. Die denkt sich natürlich die Optionen, die positiven Optionen aus, aber genauso auch die möglichen Gefahren. Und das Problem bei 5G ist, wir persönlich in unserem persönlichen Erfahrungsraum können nicht die Erfahrung machen, dass sich da nichts tut. Also der wesentliche Punkt ist, wenn ich die Angst erstmal habe, dann habe ich ein Problem, sie quasi zu falsifizieren. Da stellt sich immer noch die Frage, wo kommt der erste Angstgedanke eigentlich her? Und das ist so, dass Menschen tatsächlich zur Gefühlsansteckung neigen. Wenn jemand ängstlich ist und irgendjemand sagt, es könnte gefährlich sein, dann kommt das in unser Bewusstsein und dann haben wir das im Kopf. Und mit diesem Gedanken passiert dann einiges. Den werden wir nicht mehr los. Wenn wir den äußern nach außen, dann bringt er uns viel Aufmerksamkeit. Das ist sozusagen im sozialen Austausch eine extrem wertvolle Währung, Aufmerksamkeit. Ich also sage, wissen Sie, Sie stehen den ganzen Tag vor dieser Kamera. Sind Sie sich sicher, dass Ihnen das nichts tut? Na, dann sagen Sie, also das hat mir noch keiner gesagt und es gibt mir Aufmerksamkeit. Und das nennen wir soziale Verstärkung. Es gibt noch andere Aspekte. Es gibt eine ganze Reihe von psychischen Mechanismen, die eine einmal gewonnene Überzeugung gegen konträre Informationen absichern. Das fußt in dem psychologischen Konsistenzmotiv. Also was wir denken und glauben, das soll möglichst harmonisch miteinander zu tun haben. Und wenn wir davon überzeugt sind und müssten diesen Gedanken jetzt plötzlich über den Haufen werfen, ist das psychisch gesehen sehr anstrengend. Die kognitive Dissonanz. Das ist die kognitive Dissonanz. Und wir haben sozusagen einen Autopilotenmodus, der diese kognitive Dissonanz verhindert und der sehr erfinderisch sein kann, wenn es darum geht, Argumente, die uns nicht passen, quasi wegzuerklären. Apropos wegzuerklären, wie löst man denn jetzt solche Ängste auf? Oder konkret am Beispiel der 5G, wie schaffen wir es denn, dass diese Ängste vielleicht sich nicht mehr weiter verbreiten? Das geht immer dann, wenn wir Erfahrungen machen, die uns zeigen, dass unsere Ängste eigentlich überzogen sind, überflüssig. Dann kann man feststellen, tatsächlich meine Vorhersagen, dass ich durch die Strahlung, dass mir da schlecht wird oder dass ich nicht mehr schlafen kann oder so, die bewahrheiten sich nicht. So könnte man vorgehen, wenn man es mit Leuten zu tun hätte, die das ändern wollen. Aber das passiert nicht. Menschen mit 5G-Strahlungsangst kommen normalerweise nicht in die Therapie. Das heißt, es sind eher Menschen, die diese Gedanken für richtig halten und diese Gedanken auch behalten wollen. Und die Gedanken aufzulösen bei jemandem, der sie behalten will, das geht nicht. Man kann Ängste normalerweise durch einfaches Informationen geben auflösen, aber immer nur bei Menschen, die das auch vorhaben und die ihre Ängste in gewisser Weise von selber schon als überzogen oder überflüssig ansehen. Sie haben gerade schon angesprochen, dass man dann Schlafstörungen hat. Es gibt ja viele Leute, die behaupten, wegen 5G nicht gut schlafen zu können oder Kopfschmerzen zu bekommen. Ist es tatsächlich so, dass wenn man sich sowas einbildet, weil man vielleicht Angst davor hat, dass das dann körperliche Beschwerden nach sich ziehen kann? In der Tat, sehr wohl. Wir kennen aus der Medizin, aus anderen Zusammenhängen den Placebo-Effekt. Man könnte auch sagen, sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Wenn ich sehr überzeugt bin, heute Abend werde ich Kopfschmerzen haben, aufgrund meiner Strahlenexposition, dann werde ich aufmerksamkeitstechnisch prüfen, ob irgendwas angespannt ist. Das macht meinem Kopf und meiner Muskulatur aber tatsächlich Stress und erhöht die Chance, dass ich auch Kopfschmerzen leichterer Art spüre. Und dann ist für mich sozusagen einstellungstechnisch alles in Ordnung, weil meine Einstellung, dass das gefährlich ist, die hat sich ja bestätigt. Und den gewissen Schmerz, den kann ich vielleicht sogar ertragen. Mein Weltbild bleibt geschlossen. Ja, und jetzt zum Schluss wollen wir uns noch aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive mit dem Thema beschäftigen, nämlich mit der Frage, wie es eigentlich dazu kommt, dass sich so Verschwörungsmythen über 5G überhaupt herausbilden und was man vielleicht dagegen tun kann, also welche Maßnahmen dagegen helfen. Und dafür treffe ich jetzt hier hinterm BZW Lisa Weidmüller. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Wissenschafts- und Technikkommunikation und beim Exzellenzcluster CETI. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit der Akzeptanz neuer Technologien. Ja, wie lässt sich denn aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht erklären, dass so viele Menschen glauben, 5G sei gefährlich? Bei neuen Technologien spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle bei der Einstellungsbildung. Auf der einen Seite haben wir kognitive oder rationale Faktoren, zum Beispiel das Wissen, das Informiertheitsgefühl,
der wahrgenommenen Nutzen oder die Chancen-Risiko-Abwägung. Hier sehen wir gerade bei 5G, dass sich viele Menschen eben nicht gut informiert fühlen, dass sie nur eine abstrakte Vorstellung von den Chancen und den Risiken dieser Technologie haben. Deswegen treten intuitive und emotionale Faktoren eher in den Vordergrund. Da geht es zum einen um eine Art Bauchgefühl, also negative Emotionen, die bei der oder dem Einzelnen hervorgerufen werden, aber auch um das Vertrauen zum Beispiel in die Wissenschaft generell, aber auch in die beteiligten Akteure, also zum Beispiel Netzbetreiber, Politik. Und wenn eine Einstellung vorrangig auf Emotionen basiert ist, dann ist sie natürlich auch anfällig für Einflussnahme durch Dritte, also zum Beispiel Verschwörungstheoretiker, die sich die Ängste und Unsicherheiten der Menschen zunutze machen. Wie kommt es denn überhaupt zur Herausbildung von solchen Verschwörungstheorien über Themen wie 5G? Verschwörungstheorien sind ein interessantes Forschungsfeld. Sie verknüpfen eigentlich zusammenhanglose Ereignisse und Fakten zu scheinbar logischen Gesamtbildern. Und damit erfüllen sie eben ein Grundbedürfnis der Menschen, sich die Welt zu erklären und sie zu verstehen. Je unsicherer und uninformierter man sich also fühlt, desto attraktiver sind diese einfachen, aber meist falschen Erklärmuster. Also Menschen, die ein Gefühl der Unsicherheit oder des Kontrollverlustes haben, die sind anfällig für Verschwörungstheorien. In diesem Sinne geht es eigentlich nicht mehr um die Technologie an sich, sondern eher um ein Gefühl von geringem Mitspracherecht und geringer Entscheidungsfreiheit. Und dann sind Verschwörungstheorien eben eine willkommene Kompensation für diesen wahrgenommenen Kontrollverlust. Und über die sozialen Medien verbreiten sich diese Verschwörungstheorien in den letzten Jahren recht stark. Hier hat eben jeder und jede die Möglichkeit, selbst die eigene Meinung zu veröffentlichen, die subjektive Risikowahrnehmung und auch Falschinformationen zu verbreiten, relativ ungefiltert. Und außerdem können sich die Anhängerinnen dieser Theorien eben dort über diese Kanäle organisieren, Events planen, neue AnhängerInnen rekrutieren. Wie lässt sich denn gegen die fehlende Akzeptanz solcher neuen Technologien wie 5G ankommen? Gibt es Maßnahmen, die dagegen helfen? Also ein wichtiger Aspekt ist natürlich Aufklärung und Information. Und da spielt gute Wissenschaftskommunikation und guter Wissenschaftsjournalismus eine ganz große Rolle. Es geht also darum, wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst klar und verständlich zu kommunizieren, die Studienlage differenziert in den Medien darzustellen. Das bedeutet aber eben auch, dass einzelnen Studienergebnissen, die vielleicht besonders sensationell sind, aber nicht dem Konsens der Wissenschaft entsprechen, dass denen nicht unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit in der Berichterstattung eingeräumt werden sollte. Denn sonst kommt es auch zu einer verzerrten Wahrnehmung in der Bevölkerung und einer zusätzlichen Verunsicherung in der Bevölkerung. Was auch wichtig ist, ist, dass die Ängste, egal wie irrational, durch die Politik ernst genommen werden sollten. Also gemeinsam mit WissenschaftlerInnen können diese Ängste entweder durch logische und evidenzbasierte Argumentation entkräftet werden oder eben diesen auch nachgegangen werden. Also diese sollten auch untersucht werden. Und ganz wichtig ist auch, dass mit den reellen Risiken, zum Beispiel der Datensicherheit, umgegangen wird, dass das transparent kommuniziert wird von Politik, Wissenschaft auf Augenhöhe mit der Bevölkerung. Der Bevölkerung sollte auch klar gemacht werden, was ihr persönlicher Nutzen ist. Also nicht nur der abstrakte Nutzen für die Gesellschaft, für die Industrie, sondern für sie persönlich. Von Lisa Weidmüller haben wir gehört, wie wichtig gute und informative Wissenschaftskommunikation ist. Und gleichzeitig, und das hat auch Professor Heuer bestätigt, ist es wichtig, die Ängste und Sorgen von Menschen in Bezug auf dieses Thema ernst zu nehmen und nicht einfach so abzutun. Wir hoffen, unser Video konnte euch zeigen, dass es rational betrachtet gar keine Gründe gibt zu glauben, 5G sei gesundheitsgefährdend. Und trotzdem gibt es nachvollziehbare Erklärungen, warum Menschen genau das glauben. Schreibt eure Meinung zu dem Thema gerne hier unten in die Kommentare, aber achtet bitte auf einen fairen Meinungsaustausch und verwendet nur glaubwürdige Quellen. Ein paar dieser Quellen, die stellen wir euch in die Shownotes, in die Beschreibung unter dem Video. Und wenn ihr noch mehr Videos der TU Dresden sehen wollt, dann findet ihr hier oben die zweite Folge der guten Frage, wie sieht die Stadt von morgen aus, und darunter die Sitzgelegenheit mit MitarbeiterInnen der Dresdner Studentenclubs. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst.